Als Agenturen der Nutzer bedienen Bibliotheken die Leser vor Ort. Das Internet jedoch braucht keinen konkreten Ort der Wissensbereitstellung, es genügt ein Empfangsgerät. Mit den E-Books hat in allen Bibliotheken das Herunterladen Einzug gehalten. Man erhält das Gewünschte als Datenstrom. Es bedarf keiner physischen Anstrengung. Hinlaufen und abholen sind keine unaufhebbaren Bedingungen des Wissenserwerbs. Im Universitätsmilieu gilt das Gleiche. Hier sind in vielen Fächern die Informationssysteme und die Forschungsergebnisse online verfügbar und über verschiedene Formen der Lizenzierung von jedem zugelassenen Computerarbeitsplatz aus zugänglich. Der Blick ins Regal, in das abgestellte Buch oder die bereitliegende Zeitschrift ist nicht mehr Voraussetzung des erfolgreichen akademischen Lehrens und Lernens. Welche ihrer Funktionen werden Bibliotheken morgen noch behalten? Die digitalen Revolutionäre können sich leicht eine Zukunft der rein technischen Kommunikation von Informationen vorstellen, die als einfacher Markt funktioniert. Ich verlange etwas, suche danach elektronisch und erhalte das Gesuchte auf demselben Weg. Während bis vor kurzem die meisten Druckwerke eher geringe Auflagen hatten und daher nicht von allen Bibliotheken vorgehalten wurden, sind Online-Angebote weltweit präsent. Zwar kann eine Zeitschrift als digitale Ressource lizenzpflichtig sein und ist dann nur gegen Gebühr verfügbar. Auf dem globalen Markt des Internethandels aber ist die digital präparierte Ressource technisch jederzeit erreichbar, solange der Verlag oder der Autor sein Angebot im Netz stehen hat und es selbst oder über einen Zwischenhändler anbietet. Geld ist hier ein Argument der kulturellen Zugänglichkeit, nicht der prinzipiellen Zugangsermöglichung, wie früher der Medienerwerb. Im Druckzeitalter zählte die Auswahl und wir wissen, dass eine große Bibliothek mehr bieten konnte als eine kleine, eine finanziell besser ausgestattete mehr als eine arme. Das wird so bleiben, solange sich die Finanzierungsmodelle nicht ändern. Die Erreichbarkeit des Wissens ist aber in der digitalen Welt nicht mehr an die Existenz der Bibliotheken gebunden, wenn Texte und Daten direkt vermarktbar werden. Bibliotheken stehen damit vor der Herausforderung, ihre Rolle neu zu bestimmen, wenn sie in einer Welt digitaler Datenangebote weiterhin als Agenturen der Nutzer fungieren wollen. Mein zweiter Punkt heißt die Reise zum Wissen als selbstgestaltetes Abenteuer. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Nach etwa diesem Motto hat die Künstlerin Maria Eichhorn 1994 im Leipziger Hauptbahnhof Fahrkarten verschenkt. Von dem Beschenkten wurde nichts verlangt, außer dass sie die Reise sofort antreten und ohne Verzug dorthin aufzubrechen hatten, wohin die Züge fuhren. Denn das war der Trick. Die Fahrkarte galt für den nächsten Zug, ob der nun in die Kleinstadt Wurzen fuhr oder nach Paris. Man musste versprechen, diese Reise zu tun, das Ziel zu erreichen. Wir alle wissen, Reisen verwandelt. Man kommt als jemand anderer zurück, man hat etwas zu erzählen. Reisen bildet. Eben weil das so ist, hält sich das spontane Reisen in Grenzen und bleibt den Jungen und Verrückten vorbehalten, die einfach losziehen. Die Künstlerin durchbrach mit ihrer Verschenkaktion das Muster, eine Reise sorgfältig zu planen, wie man es normalerweise tut. Allerdings besaß die Künstleraktion 1994 einen anderen Kontext als heute. Damals suchte man üblicherweise ein Reisebüro auf, um eine Fahrt in den Urlaub oder in eine ansonsten unbekannte Gegend zu unternehmen. Nur wenige kamen ohne diese professionelle Beratung aus. Heute dagegen sucht sich jeder Reisende im Internet seine Ziele, komponiert die Wege dorthin und wird mit Spaß und Freude, manchmal auch mit ein wenig Mühe, zum eigenen Reiseleiter. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir die besten Angebote im Internet finden und am häuslichen Schreibtisch unsere Wege draußen souverän planen können. Die digitale Revolution hat Auswirkungen für Bibliotheken, ganz ähnlich wie für Reisebüros. Ich kann vieles selber erledigen, wenn ich den Computer beherrsche und die Suchmaschine des WWW zu bedienen vermag. Als neugieriger Laie oder wissensdurstiger Student muss ich nicht unbedingt mehr in die Bibliothek gehen, brauche ich den Bibliothekar nur noch in Ausnahmefällen. Den Reisekaufmann schalte ich ein, wenn ich eine teure Fahrt plane und als Europäer etwa nach Australien will. Den Bibliothekar glaube ich zu brauchen, wenn ich eine Abschlussarbeit schreibe oder eine Promotion angehe. Im Übrigen verzichte ich auf die bibliothekarische Beratungsleistung in alltäglichen Wissensfragen. Meine Neugierde gehört mir. Mein dritter Punkt heißt Wissen als unendliche Bewegung. Die Analogie von Bibliothek und Reisebüro hilft, den befreienden Charakter der Internetnutzung zu erkennen. Jeder kann sich kundig machen, immer und überall. Bibliotheks-Schließzeiten werden irrelevant.
Ich kann mich umstandslos ins Netz begeben, aus der Fülle des dort Gebotenen auswählen und mir Ergebnisse zusammenstellen. Vielleicht waren Bibliotheken früher schon nutzerorientiert, sie waren zugleich Barrieren für das selbstständige Handeln. Bibliothekare halfen, aber sie bevormundeten auch. Was sie nicht preisgeben wollten oder konnten, blieb dem Nutzer unbekannt. Bibliotheken verlangten wie Reisekaufleute eine Kenntnis ihrer eigenen Regeln und Anlagen, bevor sie zur Kenntnis dessen verhalfen, was die Nutzer oder Kunden suchten. Das Internet und seine Wissensangebote sind dagegen unkompliziert und ohne Belehrungsgefahr einfach vorhanden. Die Freude des Findens wird nicht getrübt, weil immer etwas angezeigt wird. Suchen heißt hier, mit der eigenen Sprache und den eigenen Vorkenntnissen zu experimentieren, Suchwörter durchzutesten und sie gelegentlich in eine andere Sprache zu übersetzen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Fachwissen und Systematik bleiben außen vor. Durchweg gilt, wenn das Finden im Internet auch nicht immer zu einem ganz und gar befriedigenden Resultat führt, ist doch das Online-Suchen immer ein Erlebnis und weitgehend frei von derjenigen Frustration, die in Bibliotheken durch das Besserwissen der Bibliothekare zur Entmutigung führen kann. Man gestaltet seine Wissensreise selbst, man veranstaltet sein eigenes Abenteuer, man wird nicht gelenkt und geführt. Das Besserwissen der Bibliothekare wird in der digitalen Welt der interneterfahrenen Nutzer nicht mehr abgefragt, es wird umgangen. Das kann man ganz wörtlich so verstehen, es lässt sich nämlich beobachten. Die Nutzerbewegung führt heute stärker als früher an der Auskunftstheke vorbei. Die Nutzer steuern die Computer an, suchen im Online-Katalog und gehen dann ans Regal bzw. klicken sich durch zur nächsten Datenbank. Die Auskunftsbibliothekare werden kaum noch aufgesucht. In alten Bibliotheksgebäuden, wie beispielsweise in der Leipziger Universitätsbibliothek, ist die bibliografische Auskunft in einem großen Katalogbereich verortet, den früher alle Nutzer aufsuchen mussten. So befand sich der Auskunftsbibliothekar in der Nähe der Suchenden. Heute ist er nur eine irgendwo platzierte Person mit Bildschirmarbeitsplatz und leicht zu übersehen. Im neuen Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität fristet die Auskunft ein einsames Dasein im hinteren Eingangsbereich. Die Nutzer laufen unbekümmert im vorderen Eingangsbereich auf die Monitore zu und gehen dann im mittleren Bereich die Treppe zu den Büchern hoch. Warum auch nicht? Auskunft über das Vorhandene haben sie ja erhalten. Wieso noch weiter fragen? Bibliothekare haben sich angewöhnt, sich selbst als notwendige Helfer der Nutzer anzusehen, die ihnen gewissermaßen den Weg bahnen. Sie haben es hingenommen, dass mit immer größeren Freihandbereichen und Freihandmagazinen die Leser sich aus dem Bestand selbst bedienen. Heute kommt hinzu, dass die Nutzer sich ihre Informationen selbst zusammenstellen, ohne die zahlreich vorhandenen bibliothekarischen Spezialsuchstrategien oder die Fachbibliografien zu konsultieren. Seit Beginn des Lesesaalbaus in der Mitte des 19. Jahrhunderts sind die Nutzerflächen der europäischen Bibliotheken immer größer geworden. Die Nachfrage war offenbar. Lange Zeit konnte man sich einreden, die Nutzer etwa einer Universitätsbibliothek kämen allein wegen der Bücher. Man wunderte sich vielleicht über den Juristen, der bei den Romanisten saß, oder den Medizinern bei den Politologen. Seit der digitalen Revolution wundert man sich überhaupt über die zahlreichen Nutzer in den Bibliotheken, weil so viele Quellen doch online vorhanden sind. Wir stehen vor einem Paradox. Die Bibliotheksräume werden frequentiert, aber die intellektuelle Arbeit findet immer weniger unter Beteiligung der Bibliothekare statt. Dieses Nutzerverhalten drückt wohl allgemein die Spontanität, die Ausdauer und Energie aus, mit der wissenschaftlich gesucht und kombiniert wird. Der Nutzer folgt seiner eigenen inneren Bewegung sozusagen, ohne sich links und rechts zu erkundigen. Die Wege am Bibliothekar vorbei werden mit Freuden und Mut beschritten. Der Reisende im Raum des Wissens ist ganz offenbar durch selbstverursachte Fehlschläge weniger zu frustrieren als durch externe Leitung und Lenkung. Wissen, so könnte man vorsichtig sagen, ergibt sich aus einer komplexen Bewegung von Suchen und Finden. Es ist ein Hin und Her zwischen dem, was man schon weiß, und dem, was man vom aktuellen Stand des Wissens aus antizipieren kann. Jedes Wissen wollen ist überdies offen für das, was auf dem Weg begegnet. Wissen entsteht und bildet sich als Erfahrung im Umgang mit Medien. Es ist ein Abenteuer im eigentlichen Sinn, denn man riskiert die Gefahren des Abwegs und die Mühen des Umwegs, um den Preis, möglichst lange unterwegs zu sein. Wissen suchen macht offenbar ähnlich süchtig wie lesen. Texte ermüden nicht und das Ende des einen ist der Anfang des anderen. Der Weg ist das Ziel.
Für jeden Forschenden gilt tatsächlich, ob als Student oder Professor, dass seine Arbeit nicht abgeschlossen werden kann, dass im Bereich des Wissens jede Grenze nichts anderes als eine neue Einladung zu noch mehr Wissen darstellt. Diese Überlegungen sind aus Beobachtungen der Nutzerbewegungen gespeist, die wir in Bibliotheken anstellen können. Sie zielen auf die Beschreibung einer Kultur der Bibliotheksbenutzung und ihrer Veränderung. Aus der Praxis heraus gibt es wenig Anlass, philosophisch ein neues Wissen zu idealisieren, das mit der digitalen Revolution aufkäme. Auch gibt es keinen Grund, sämtliche Funktionen der Bibliothek verändert zu sehen, nur weil es eine digitale Textkultur gibt. Das individuelle Arbeiten in großen anonymen Gruppen, das ernsthafte Gespräch in den Kaffeepausen und der Flirt dazwischen behalten auch im Zeitalter der Computer ihre psychologische und soziale Dringlichkeit. Allerdings bedeutet die neue Kultur der selbstgestalteten Arbeit am Wissen eine Schwächung der Bibliothek als strukturierter Ort des Wissens. Lesesäle sind bereits heute Start- und Landebahnen für intellektuelle Reisen in der Regie der Reisenden selbst. In dem Maße, in dem die Bibliothek zum gern besuchten Aufenthaltsort der Wissenwollenden wird, verblasst sie als kulturelle Institution der Wissensordnung. Ordnungen des Wissens sind indirekt wirksam. Sie steuern Lektüren und Diskurse in ihrer Bewegung oft unvermerkt. Wie wandelt sich der implizite Charakter von Ordnung beim Arbeiten in Bibliotheken im digitalen Zeitalter? Und nun lasse ich was weg über das Nichtwissen und gehe dann gleich hier zur Sacherschließung im Überfluss. Heute sind Bibliotheken in vielen Teilen digital erweitert. Und was an Informationsgehalt dadurch gewonnen wurde, vermehrt ebenso das Nichtwissen. Ein online abfragbarer Katalog lässt schneller Bücher finden, aber auch schneller in die Irre gehen, wenn zwischen den Schlagwörtern, die ordnen sollen, und den Titelwörtern, die willkürlich den Inhalt ankündigen, Gleichheit herrscht. Wenn außer dem Katalogisat noch das Inhaltsverzeichnis mit dem Suchbefehl abgefragt wird, schlägt die Sprache mit Macht zurück und bringt jeden um den Verstand, der etwa in Deutschen nach Mann, M-A-N-N, oder Müller sucht. Solange Eigennamen und Begriffe nicht getrennt werden können und man etwa einen Vornamen nicht weiß, verschwindet die Schriftstellerin Hertha Müller und der 11.750 gleichnamigen Autoren. Das ist der Stand der Personennamendatei der Deutschen Nationalbibliothek vom Januar. Bei dem amerikanischen Bibliothekar namens Thomas Mann verhilft auch die Kenntnis des Vornamens kaum zur schnellen Identifikation. Eine Inhaltsverzeichnissuche, anderes Beispiel, mag mir zwar die Stadt Hattusa des Hethiterreichs als Treffer anzeigen, weil ein Kapitel eines Sammelbandes diesem frühen Bibliotheksort gewidmet ist. Da aber nur ein geringer Teil der Katalogisate in deutschen Bibliotheken mit Inhaltsverzeichnissen angereichert ist, hängt die Eindeutigkeit des Treffers vermutlich eher mit der Beschränktheit des Katalogs als mit der Literaturlage zusammen. Bei der Buchsuche über Google erhalte ich für die Treffer Hattusa Bibliothek 641 Stellen in Büchern, bei Hattusa Library 624, bei Bokatsköy Library, das ist derselbe Name auf Türkisch, 636, wobei es in allen Fällen die Zitierung eines einzigen Artikels sind, die 80% aller Treffer ausmachen. Man wird einwenden, dass auch die früher benutzten Kataloge unvollständig und ungenau waren. Und gewiss steht fest, dass das Zusammenschalten mehrerer Kataloge zu einer besseren Literaturerhebung führt, als das jemals zuvor möglich war. Und doch provoziert die Tatsache, dass eine Online-Suche fast sofort eine unüberschaubare Menge an Treffern herbeiführt, die Illusion einer Antwort, auch wenn nur Bestandsnachweise gegeben werden, die überdies die Titelangabe und die Exemplarnachweise desselben Buches gelegentlich gesondert zählen. Natürlich freut sich der gezielt suchende Wissenschaftler über Bestandsnachweise. Aber jeder andere hat mit der Menge zu kämpfen und muss einen neuen Arbeitsgang einlegen, die Ergebnisse zu sortieren. Mit anderen Worten, die bibliografische Qualität der Online-Kataloge ist mangelhaft, wie umgekehrt die Nachweisdichte der früheren Standortkataloge mangelhaft war. Im Grunde aber kann man die Situation nicht vergleichen. Frühere Kataloge waren meist in der unmittelbaren Nähe der Bestände lokalisiert, die sie verzeichneten. Heutige Kataloge sind meist Verbundkataloge und vereinen eine größere Zahl von Standortkatalogen in immer größerer Gruppierung, vom Lokalverbund bis zum WorldCat.
Überdies sind sie unterschiedlich angereichert. Manche retrospektiv bis zum 15. Jahrhundert, wenn Inkunabeln aufgenommen sind, manche systematisch durch Aufnahme von unselbstständigen Schriften, Ressourcen auf Datenträgern oder Links für Online-Adressen. Dazu kommt, dass bei der Konvertierung der Kataloge in digitale Formate und beim Export in höherstufige Katalogverbünde Techniker der Migration von Datenbanksegmenten am Werk sind, die sich nicht um Kategorienkompatibilität kümmern. So kommt es bei den kumulierten Metakatalogen, die heute bevorzugt eingeschaltet werden, zu Ineinanderschiebungen und Überlappungen von Sacherschließungen aus verschiedenen lokalen, kulturellen und wissenschaftlichen Kontexten. Beispiel: Das 1968 von Jürgen Habermas publizierte Buch Erkenntnis und Interesse ist im WorldCat beispielsweise mit den Schlagwörtern Theory of Knowledge, Erkenntnistheorie mit mehrfachen Tippfehlern und Theorie de la Connaissance versehen. Außerdem merkwürdigerweise mit Positivisme. Im GBV wird davon nur Theory of Knowledge und History übernommen. Bei der Deutschen Nationalbibliothek steht anfangs nur die Sachgruppe Philosophie. Spätere Angaben haben auch die Schlagwörter Erkenntnis und Interesse, die zugleich Titelstichwörter sind, was die Erschließung nicht besonders tief gehen lässt. Die British Library stellt für die Erstausgabe nur einen Minimal Record ohne Sachzuweisung zur Verfügung. Für die zweite englische Ausgabe 1978 findet der Nutzer neben der Erkenntnistheorie auch Epistemology 1800 to 1960. Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder ergänzt Soziologie als Schlagwort, während eines der vielen Exemplare der Humboldt-Universität auf Sozial- und Kulturkritik, auch Dialektik und Entfremdung verweist. Im französischen Verbundkatalog steht Epistemologie, Theorie de la Connaissance und Argumentation logique. Im Katalog der Bibliothèque Nationale wird bei einem Exemplar außerdem noch Intérêt, Philosophie angegeben, bei einem anderen lediglich Epistemologie. Mit einem Hinweis auf die Klassifikation nach Dewey, wobei einmal nur auf 121, Epistemologie, verwiesen wird, im anderen Fall auf 193, Philosophie occidentale moderne, Allemagne et Autriche, und auf 306.42, Soziologie de la Connaissance. Offensichtlich haben die Bibliothekare nicht abgestimmt klassifiziert. Nur im jeweiligen Sammlungszusammenhang kann die gewählte Klassifikation einen Sinn haben, den sie im höheren Kontext verliert. Vorletzter Punkt 6 zur Zukunft der Bibliotheken. Jedes Wissen lässt sich systematisch einbetten, auch das der neuerdings operierenden individualistischen Navigatoren vom Stamm der Digitalen. Es fragt sich bloß, auf welche Weise das geschehen kann, und diese Frage an die Bibliotheken stellt sich mit einer gewissen Dringlichkeit, wenn sie als Agenturen der Nutzer bestehen bleiben sollen. Drei Szenarien sind denkbar. A. Bibliothekarische Nostalgie, der Auskunftsbibliothekar. Ein guter Auskunftsbibliothekar wird auf Interpretationen eines Themas in Nachbardisziplinen und in anderen Sprachen hinweisen. Eine gute bibliothekarische Ordnung ist immer bibliografisch informiert und wird Wege des Suchens vorschlagen können, die man aus eigener Vorstellungskraft nicht entwickeln kann. Eine Bibliothek, sie mag groß sein oder klein, einschlägig bestückt oder eher nicht, zeigt Verbindungen zwischen Werken und Autoren, zwischen Interpretationen, Kritiken und Anschlüssen. Sie legt Karten des Wissens vor, die jeder neuen Forschungsaufgabe schon zu Beginn als Orientierung dienen können. Dem Anfängerstudenten wie dem spezialisierten Forscher vermitteln Bibliotheken über ihr persönlich beratendes Personal die Erfahrung eines bereits vielfach erkundeten Wissensraums, der ebenso umfassend wie einladend ist. Jede Bücherwand macht diesen Eindruck. Man staunt vor der Fülle des Gelesenen und beruhigt sich bei der Vorstellung, dass all das tatsächlich durchgelesen wurde, dass es in seiner erschreckenden Fülle doch beherrschbar ist. Diese Beruhigung vermittelt der Auskunftsbibliothekar, wenn er überhaupt angesprochen wird. Gewiss müssen die Bibliothekare eine Kultur der Beratungsinitiative entwickeln und nicht mehr so stark auf diejenigen Nutzer setzen, die ihre Schwierigkeiten kennen. Sonst finden sie keinen Kontakt mit denen, die nicht wissen, was sie nicht wissen. B. Wissenschaftliche Objektivierung, historische Selbstreflexion. Die Ordnungen der Bibliotheken sind historische Leistungen und gehören als solche zur Kulturgeschichte. Dieser historische Aspekt ist einfach zu benennen. Die monumentalen Realkataloge des späten 18. und 19. Jahrhunderts beispielsweise sind Handschriften einer Wissenskultur,
die uns als historische Denkmale wert und interessant sein sollten. Brauchbar im gegenwärtigen Zusammenhang sind sie nicht. Oder wer wollte heute noch Japan unter Orient einordnen oder Psychologie unter Philosophie? Aber aufschlussreich für die Denkweisen früherer Zeiten sind bibliothekarische Systematisierungen und Klassifizierungen schon. Und eine europäische Geschichte der Ordnungssysteme kann durch die Berücksichtigung von Bibliothekskatalogen nur bereichert werden. Ebenso wie durch eine Geschichte der Provenienzen, denn viele alte Bibliotheken bewahren in Buchform die Lektürewelten und Denkhorizonte bedeutender Köpfe auf. Die Provenienzforschung und die Geschichte der Katalogisierung sind neue Disziplinen einer kritischen Geistesgeschichte, die übrigens erst mit den digitalen Zugängen zu Bibliotheksbeständen und Katalogen sinnvoll konzipiert und betrieben werden können. Eine solche wissenschaftliche Behandlung der Bibliothek rettet sie nicht davor, durch unbekümmerte Nutzer als Museen angesehen zu werden. Lediglich den Geisteswissenschaften bleiben sie auf diese Weise interessant. Und weil ich ein Geisteswissenschaftler bin, wollte ich das mal gesagt haben. C, letzter Punkt sozusagen meines Vorschlags vor dem Schluss, virtuelle Lesesäle. Leser dort aufsuchen, wo sie unterwegs sind. Wenn Wissen an die intellektuellen Bewegungen der Nutzer gebunden ist und nicht als einfacher Aufnahme- und Verarbeitungsprozess verstanden werden darf, sondern ein komplexes Hin und Her des Suchens und Findens, dann versteht man gut, dass die neuen digitalen Wissensangebote den Drang zur freien Beweglichkeit des Wissenwollenden freisetzen. Das war mein ganzer erster Punkt, dass es jetzt Spaß macht mit dem Internet. Zugleich ist klar, dass auch diese Bewegungen Anfänge haben, bestimmte Wege präferieren und auf Ziele hinsteuern, die wiederum von den bereits begangenen Wegen mitbestimmt sind. Es ist im weitesten Sinne die Architektur der Bibliotheken, die mit sachlich bestückten Regalen die Nutzerbewegung gesteuert haben und so zu ordnungsinduzierenden Lernumgebungen geworden sind. Eben diese Architektur des geordneten Wissens muss digital realisiert werden, um die Nutzer dort zu finden, wo sie unterwegs sind. Stellen wir uns die Bibliotheken als große Häuser oder Säle vor, in denen ich herumgehend vieles zur Kenntnis nehmen kann und, wenn ich mich in die Nähe eines Wissensgebietes begebe, dort durch Lesen mein Wissen vertiefe. Dieses Haus des Wissens musste bis eben noch tatsächlich gebaut werden. Bis zum 19. Jahrhundert konnten Bibliotheken wegen der dreidimensionalen Form der Bücher und ihres damit verbundenen Gewichts nur als Saalbibliotheken gestaltet werden. Mit Eisen und Stahl gab es seit dem 19. Jahrhundert die Möglichkeit, Bücher geordnet um die Nutzer herum zu gruppieren. Und so entstanden Lesesäle. Wenn diese Räume des Wissens virtuell nachgebaut werden durch dreidimensionale Animationen der Wege zum Wissen, käme eine Kartografie zum Einsatz, die, wie die digitalen Wissensangebote selbst, leicht zugänglich und außerdem orientierend wäre. Damit würden endlich alle karteikartenförmigen Kataloge beendet, die heute noch unsere elektronischen Nachweissysteme regieren. Nieder mit den OPACs. Zu viele von Bibliotheken etablierte Verweisungssysteme imitieren Zettel und Briefe, wie auch die Bildschirminhalte meist als mit Links durchsetzte Seiten daherkommen. Lieber sollten wir auch im Computer Wissenskarten aufrufen und epistemologische Landschaften durchlaufen können, wie einen großen Freihandbereich. Für die Nutzer könnte das ein Angebot sein, ihre eigenen Bewegungen bei der Online-Suche nicht als Befehlsgeschichten zu speichern, sondern als Begegnungen mit Texten und anderen Daten zu erfahren. Das Nichtwissen um die Ordnungen des Wissens würde wieder zu einer impliziten Qualität der Bibliotheksbenutzung. Das individuelle Wissenwollen erhielte einen Horizont. Technisch ist es eine Herausforderung, aber wie sollte es anders sein? Die Bibliotheken können aus der digitalen Gegenwart, in der sie das Monopol der Wissensvermittlung längst nicht mehr besitzen, nur dann in die Zukunft ihres eigenen Überlebens gelangen, wenn sie ihre Ordnungsstrukturen radikal in die digitale Erlebniswelt ihrer Nutzer einführen. Und jetzt gibt es noch siebtens einen Schluss. Allem Wissen wohnt die Unsicherheit inne, dass es auch anders sein könne. Es ist durch einen Prozess gewonnen, dessen Parameter veränderbar sind. Als das erste Lexikon der Französischen Akademie 1694 in 4 Bänden erschien, erhielt es das Alphabet gleich zweimal. Einmal handelte es sich um ein Lexikon von A bis Z, welches die Wörter im literarischen Verstande nahm und ihnen Textzeugnisse beibrachte. Die Biene, konnte man lesen, sei immer schon als Symbol des Fleißes verehrt worden. Im zweiten Alphabet waren wissenschaftliche Definitionen versammelt. Hier konnte man lesen, dass die Biene ein Insekt sei.
als bestimmte Art mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet. Dieser doppelte Beginn der Wissenskultur, die einmal auf das üblicherweise Gemeinte und zum anderen auf das wissenschaftlich Definierte verweist, ist für das europäische Wissen bestimmend. Wir sind sowohl als Wissende wie Wissenwollende täglich unterwegs. Die einen Dinge kennen wir sehr gut und können Spezialisten sein. Auf der anderen Seite sind wir niemals Spezialist in allem, sondern bewegen uns in Kenntnisbereichen, die wir dem allgemeinen Wissen zurechnen. Die digitale Revolution verändert viele unserer intellektuellen Bewegungen, bringt aber den Unterschied zwischen dem allgemeinen Wissen und dem wissenschaftlichen Wissen, das auch zur Produktion von Wahrheit benutzt wird, nicht zum Verschwinden. Wenn es eine gesellschaftliche Aufgabe darstellt, Wissen und Wissenschaft, Kenntnis und Ignoranz, methodisches Suchen und ungesteuerte Erfahrung immer wieder neu zu vermitteln, dann stünde auch künftig ein Ort dafür bereit, die Bibliotheken. Vielen Dank.